Dieses Video ist sehr persönlich, da ich dir 4 Punkte erzähle, die mich zerstört haben. Sie haben mich zurückgehalten, mein Potenzial zu nutzen und ja, einfach wirklich zu leben. Vor allem der letzte. Deswegen lege ich dir ans Herz, nimm diese paar Minuten und lerne, wie du diese Fehler umgehen kannst, um eher anzufangen zu leben als ich. Mein Name ist Nils Lange und ich wünsche dir viel Erfolg mit den Inhalten aus diesem Video. Punkt Nummer 1, Gedanken und Gedankenmuster. Jeder Gedanke, den du denkst, ob er noch so groß ist oder noch so klein, programmiert dein Unterbewusstsein. Stell dir einfach mal vor, dein Unterbewusstsein ist ein Konto. Jeder Gedanke ist eine Einzahlung und jede Handlung, die aus diesem Unterbewusstsein resultiert, ist eine Auszahlung. Wenn du immer nur denkst in deinen Gedankenmustern, ah, ich bin schlecht, ich kann das nicht, ich bin hilflos, ich bin viel zu klein und das deine Einzahlungen sind, werden die Auszahlungen, also die Handlungen, die aus deinem Unterbewusstsein heraus entstehen, nicht gerade glorreich sein. Es werden Sachen sein wie, dass du beim Training weniger Gewichte nimmst, als du eigentlich könntest, weil du sagst, ah, das kann ich doch gar nicht. Oder dass du nicht den Job bekommst, der dir zusteht, weil du sagst, ah, dafür bin ich nicht gut genug. Durch deine Einzahlung, durch deine Gedanken hältst du dich also selber unten. Bei mir war das so, dass ich mich immer viel kleiner geredet habe, als ich eigentlich bin. In der Schule war ich nie der Größte oder der Stärkste oder der Schlauste oder whatever. Und diese Glaubenssätze habe ich mit in mein Leben danach genommen. Ich habe für Aufträge weniger Geld genommen, als ich eigentlich hätte verlangen können. Ich habe beim Training weniger geleistet. Ich habe mich selber in einem schlechteren Licht gesehen und habe mich somit so stark zurückzuhalten, dass ich denke, ich könnte jetzt schon 3, 4, 5 Jahre weiter sein, als ich jetzt heute eigentlich bin. Deswegen bei jedem Gedanken, den du denkst, behalte im Hinterkopf, dass der dich prägt. Schau einfach mal einen Tag lang, was so deine Gedankenmuster sind. Wie denkst du über dich selbst, wie denkst du auch über andere? Denn wie du über andere denkst, ist auch auf dein Spiegel, wie du über dich selbst denkst. Guck das mal einen Tag lang nach und finde heraus, ob du ein positiverer oder negativerer Mensch bist. Denn das kann schon mal deine Zukunft komplett verändern. Punkt Nummer 2, Gewohnheiten. Gewohnheiten sind oft das Resultat deiner Gedankenmuster und bestimmen maßgeblich deinen Erfolg. Wenn du beispielsweise die Gewohnheit hast, morgens direkt nach dem Aufstehen ein Buch zu lesen, was dich weiterbringt im Bereich Finanzen oder Persönlichkeitsentwicklung, wird es dich weiter pushen, als wenn du die Gewohnheit hast, jeden Morgen nach dem Aufstehen 10 Minuten durch TikTok zu scrollen. Gewohnheiten können dich lähmen oder sie können dich pushen. Sie können dich zurückhalten oder sie können dich voranbringen. Es liegt in deiner Hand, welche Gewohnheiten du in dein Leben integrierst und welche du nicht in dein Leben integrierst. Eine Gewohnheit, die mich zurückgehalten hat, war die, dass ich beim Training zwischen den Sätzen immer durch Instagram gescrollt habe. Dadurch habe ich beim Training vielleicht 30 Sekunden trainiert und dann 3 Minuten auf Insta gechillt und so vielleicht eine Stunde in Summe trainiert, aber davon 2 Minuten gefühlt gearbeitet. So schlimm war es jetzt nicht, aber es hat mich schon stark daran gehindert, Fortschritte zu machen. Deswegen auch hier ein ähnlicher Tipp wie bei Punkt Nummer 1. Beobachte dich mal einen Tag lang, welche Gewohnheiten du hast. Hast du gute Gewohnheiten oder hast du schlechte Gewohnheiten? Wie gehst du damit um, wenn du mal einen kleinen Misserfolg hast? Wie gehst du mit unerwarteten Situationen um? Prüfe dich mal einen ganzen Tag lang und mach dir eine Liste, wo du alle Gewohnheiten aufschreibst, die dir auffallen und sortiere sie danach nach gut und schlecht. Und alle schlechten streich aus deinem Leben. Wenn du willst, ersetze sie durch gute. Punkt Nummer 3, vergleiche. Kennst du das, wenn du jemanden triffst und du denkst dir direkt, boah, ich bin viel besser als der oder boah, ich bin viel schlechter als der? Vergleichen. Einer der Punkte, der mich krass zurückgehalten hat. Schon seit ich 14 bin, habe ich das Ziel, dass ich Unternehmer sein möchte. Dass ich Millionär am besten sein möchte. Ich bin mit dem Gedanken falsch umgegangen. Geld war alles für mich. Das ist ein anderes Thema für ein anderes Video. Mittlerweile habe ich auch den guten Umgang damit gelernt. Aber der Punkt ist, dass ich mich früh angefangen habe, in diesem finanziellen Bereich zu vergleichen. Beispielsweise habe ich mich sehr häufig mit Iman Gazi verglichen. Ich denke, viele von euch kennen den. Sehr bekannter YouTuber, Millionen Abonnenten, Millionen auf dem Konto und eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Ich habe mich sehr oft mit ihm verglichen. Und mich dabei immer unnormal schlecht gefühlt. So habe ich dadurch auch ein wenig Motivation geschöpft, die dann 2, 3 Stunden gehalten hat, wo ich gesagt habe, oh, okay, ich mache jetzt Social Media Marketing Agentur, hat aber zu nichts geführt. Es hat mich eher richtig miserabel fühlen lassen und es hat mir so viel Zeit und Energie gekostet wie fast nichts anderes. Natürlich war das jetzt ein negativer Vergleich, aber auch positive Vergleiche sind nicht förderlich. Denn wenn du jemanden hast, mit dem du dich ständig vergleichst, wo du dich besser fühlst, wo du sagst, boah, ich bin schon viel breiter, ich bin schon viel wohlhabender, irgendwas in diese Richtung, dann bist du einfach nur arrogant. Und Arroganz bringt dich auch nirgendwo hin. Weil du verlierst den Biss, du verlierst den Hunger an dir selbst zu arbeiten, in den Punkten, mit denen du dich vergleichst, dadurch wird er dich irgendwann überholen. Also hör bitte auf, dich zu vergleichen. Es führt dich nirgendwo hin. Es raubt dir Energie, in jedem Fall. Kommen wir jetzt zu Punkt Nummer 4. Und auch, wenn du ihn wahrscheinlich schon 100-mal gepredigt bekommen hast, schalte bitte nicht ab, denn er verbindet alle 3 Punkte. Punkt Nummer 4, Social Media. Einerseits der Segen unserer Generation und andererseits der Fluch. Vielleicht denkst du dir gerade, okay, der Typ sitzt vor einer Kamera und macht Videos für Social Media, aber lass es mich erklären. Denn mir geht es nicht um diese Longform-Videos, mit denen du dich weiterbilden möchtest. Mir geht es um dieses elendige Shortform-Zeugs. Ich habe da selber drin gehangen, ich habe selbst mehrere Stunden am Tag mir das angeguckt und jetzt seit einiger Zeit lasse ich es weg. Komplett.
und es geht mir so gut wie schon lange nicht mehr. Ich habe aufgehört, mich damit zu vergleichen. Wenn du irgendeinen 18-Jährigen siehst, der angeblich jetzt schon Millionär ist und Lamborghini fährt, das macht was mit dir. Du vergleichst dich automatisch. Dadurch, dass ich es nicht mehr gucke, habe ich aufgehört, mich zu vergleichen. Und auch der Punkt Gewohnheit hat sich bei mir geändert, weil ich nicht mehr die Gewohnheit habe, beim Training durch Social Media zu scrollen. Die ist weg. Ich fokussiere mich auf mein Training, kann bessere Resultate haben. Das ist mein Hund, der sich gerade umgesetzt hat. Sitzt du gut? Schön. Meine Gedankenmuster haben sich auch geändert, denn dadurch, dass ich aufgehört habe, mich zu vergleichen, denke ich viel besser von mir. Ich denke nicht mehr, oh, ich habe nicht so viel Geld wie der, ich bin schlecht, oder ich bin nicht so breit wie der, ich bin schlecht. Sondern ich kann einfach in den Spiegel gucken und mich urteilsfrei, vergleichsfrei anschauen und denken, okay, das ist der aktuelle Stand, was kann ich optimieren, was habe ich bis jetzt erreicht. Lass Social Media bzw. einfach mal diese Shortform-Sachen für 30 Tage weg. Du kannst dich ja gerne weiterbilden, guck die Videos an, die dir helfen, aber lass diese Shortform-Kacke einfach mal weg. Es wird dir helfen, bitte vertrau mir das. Zusammengefasst also, guck mal einen Tag, was deine Gedanken sind, guck mal einen Tag, was deine Routinen sind, hör auf, sie zu vergleichen und lösch mal Social Media bzw. Shortform für 30 Tage. Ich wünsche dir nur das Beste und viel Erfolg.